Was geschenkt. Jawohl, du bekommst was von mir geschenkt. Und zwar hat mir der gute Richard einen Lochstempel gesponsert, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Die sind auch gar nicht günstig, die Teile. Lamane sind auch richtig qualitätsstark. Damit werden diese Löcher gemacht hier von dem Dengler, den der Christoph entwickelt hat. Ja, da werden die werden eigentlich richtig noch richtig schön. Die werden richtig gestanzt. Schlagst du den rein. Genau. Das Ding ist richtig scharf. Das ist richtig scharf. Und dann hast du mir gesagt, du hast da einen Kunden, der sagt, ey, das ist geil, dass ihr das gemacht habt, aber es ist mir noch zu globig. Mhm. Dann habe ich mir... Einer hat es geschrieben und du hast es dir gleich zu Herzen genommen. Ich habe gedacht, ey, da lass uns was machen und jetzt möchte ich dir einfach was schenken. Und das ist die Slim-Version davon. Ja, wo du einfach jederzeit an deinen Techlock ranmachen kannst. Es ist genau die gleiche Welle dran. Es ist genau das gleiche Bohrsystem dran. Unten sowie oben, was den Techlock respektive die Einstellungen 90, 75... Machen wir doch gleich dran. Da machen wir doch gleich dran. Und dann sehen wir das ja gleich, wie das funktionieren soll. So. Hoch damit. Runter damit. Nee, was ist da dazwischen? Das muss ich rausnehmen. Genau. Das braucht man nicht. So, runter damit. Fertig. So, und fertig ist das coole Dengler-System mit einem größeren Messer. Das war die Idee dahinter. Aber es ist wirklich cool. Oder wie hast du es von der Dingens? Sehr gut. Ja. Nee, sehr gut. Das Problem ist ja immer, wenn wir sitzen oder wenn wir laufen und die Messer bis hier oben stehen, gerade die längeren, dann stört es. Aber das stört jetzt nicht. Ja. Wie gesagt, da muss jeder dann rausfinden, was er für sich wichtig findet. Entweder Big Daddy oder ich habe jetzt das Teil die Schnitte genau getauft, weil es einfach bloß ein Schnitt ist. Aber das ist sehr cool. Weil ich das Teil ganz cool finde. Ja. Und das ist eine weitere Version davon. Und denke, danke. Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Nein, das ist super. Ich kann das super brauchen. Nee, aber eben, das ist der Sinn dahinter, dass man eben ein variables System hat. Also man kann ja jetzt im Prinzip... kann man ja sehen, dass man im Prinzip jetzt noch verschiedenfach das von der Höhe einstellen kann. Ja, also machen wir es von oben bis unten. Jetzt löse ich alles mal schnell auf. Aber das macht nichts. Ja. Also, dass man sieht, man kann ja die Schrauben unterschiedlich anbringen und man kann ja auch den Techlock unterschiedlich anbringen, sodass man da die Höhe in alle Richtungen immer noch verstellen kann. Das ist der Sinn eigentlich dahinter. Und dass man halt irgendwie nicht so ein Wackelsystem hat, oder? Das ist relativ stabil und bleibt auch stabil am Körper. Ja, wie gesagt. Also da wackelt nicht mehr viel hin und her. Und man ist relativ schnell griffbereit und man ist halt variabel. Und jetzt zeigen wir aber mal schnell, wie so eine Kydex noch funktioniert. Genau. Aber super. Wunderbar. Super gut. Wir haben jetzt unser Messer dementsprechend so abgeklebt, wie es gebraucht wird. Dreilagig im entsprechenden Abstand und dementsprechend abgeschnitten und jetzt werden wir unser Kydex einfach skalieren. Ja, und das sollte man großzügig machen, weil sonst rächt sich das im Endeffekt. Ich mache da immer Rohling, wenn man so möchte, einfach ausgeschnitten und der kommt jetzt in den Backofen und wird bei einer speziellen Temperatur so weit gebacken, bis das Kydex so pressbar ist, dass es danach passt. Und dazu, das kann ich jetzt wohl ohne Probleme sagen, tue ich das einfach hier mal ein bisschen auf den Rand, weil da muss ich nicht immer mit der Pistole dastehen und schauen, ob das jetzt entsprechend schon weich ist, weil ich sehe es dann, wenn es einen Bauch bekommt, aha, jetzt kann ich dann mit der Laserpistole schauen, wie viel Grad das hat und schauen, ob das die Presstemperatur hat, die ich möchte. So, solange das Kydex backt, positioniere ich solange mal das Messer in meiner Presse, dass ich nachher weiß, ob ich es auf Linkshänder oder auf Rechtshänder nachher
Für mich ist das nachher einfacher zum Ösen setzen zu wissen, ich mache die Klinge links oder rechts. Dementsprechend bereite ich das einfach schon etwas vor. Genau, jetzt ist die Zeit um und jetzt gucken wir einfach mal, ob das geworden ist. Ich würde sagen, passt eigentlich. Doch, das sieht gut aus. Damit können wir arbeiten. Perfekt. So, jetzt kommt es zur Einteilung. Jetzt teile ich das mal etwas großzügig ein, dass ich mal weiß, wie ungefähr die Schnittkante nachher von der Säge verläuft, respektive wie die Form dann nachher vom Messer selber aussieht. Und ich denke mal, in die Richtung wird das gehen. Grob gibt es dann jetzt mal die Außenkontur. Genau. So, jetzt kommen ein paar Geheimnisse. Perfekt. Jetzt haben wir unsere Löcher soweit mit einem, wie sagt man nochmal dazu? Steinmeißel vielleicht. Mit einem Körner, genau, markiert und die respektive, die senke ich jetzt an und dann wird durchgebohrt. Aufziehen, aber ich mache das einfach mal. Und so, passt soweit. Und jetzt kommen wieder ein paar Geheimnisse. Wie gesagt, nehmen wir mal 4 Ösen raus. Und durch das jetzt hier Rechtshänder, hier Linkshänder. Deshalb wichtig, weil eine Öse hat einen Kopf und unten, wie gesagt, das, was man einpresst. Und es sollte immer der Kopf auf der Seite sein, wo man Linkshänder, wo man dann respektive hier auf der rechten Seite hat. Was vorbereitet und das ist auch gut, wenn das so schnalzt. Weil dann haben wir gut gearbeitet. Genau, jetzt sieht das dann nachher so aus. Und dass das alles passt. Sieht ein perfektes Pressbild von der Öse, so wie wir es haben möchten. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, ein perfektes Ösenbild und jetzt haben wir auf der Rückseite, wie gesagt, weil wir haben ja vorher nachgedacht, noch die Zeichnung vorhanden, wie wir es ungefähr haben möchten und genau das sägen wir jetzt so zu, bevor wir es ausschleifen. Weil vielleicht möchte mal jemand einen Feuerstein haben oder sonst was, kann man das Restmaterial gerne noch brauchen. Aber darum sprechen wir gar nicht, sondern jetzt machen wir die Form, wie wir es haben möchten. Und dazu kommt die Maschine hier zum Einsatz. Jetzt gucken wir erstmal. Thank you.
schöne Form. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier hinten hinbekommen. Angelegenheit. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, ist es ratsam, diese Reste praktisch zu entfernen, dass man wirklich die Form sieht, wie das gemacht wird. Und da ist am besten einfach die gute alte Obi-Klinge, kann man sagen. Genau. So ein Feintuning. Die gute aus Tuttlingen. Jawohl, jetzt sieht das eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Blasen wir es mal aus und gucken, was die Klinge dazu sagt. So, nachdem wir jetzt den Abschluss vollends bearbeitet haben, sodass es wunderbar ist, hier vorne gibt es das Abtropfloch, aber das war mir nicht genug, weil das Messer respektive ein bisschen nach unten kommt. Deswegen habe ich hier noch mal eins gemacht, also doppelt gemoppelt. Wir haben eine schöne Daumenrampe, der Tech-Lock, der passt, und was am wichtigsten ist, es klingt und hat das Prädikat Handmade with Love in Germany mehr als verdient.